Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute mal mit einer kleinen Vorschau auf das Swedish Airport Triple Pack von Orbix, das in Kürze erscheinen wird. Preis und Erscheinungsdatum konkret sind noch nicht benannt. Was beinhaltet es? Die drei Flughäfen Ömer, Kiruna und Scandinavian Mountains. Ja, hier im Bild ist erstmal Ömer zu sehen, der größte Platz von den dreien. Alle Plätze stammen aus der Feder von Markus Nyberg, der auch schon Stockholm-Orlanda gemacht hat. Ihm eigen ist eine sehr hohe Detailfülle, die wir hier im Überflug auch fast überall entdecken können. Es gibt viele kleine Objekte, die die Szenerie einfach ein bisschen auflockern. Das Gesamtbild jetzt hier im Winter ist auch sehr, sehr stimmig mit allen Gerätschaften, verschneiten Gegenden, verschneiten Oberflächen, die einfach im Winter natürlich bei dieser Kälte sein müssen, wie diese Schneehaufen hier, die auch schön dank eben PBR-Materialien wunderbar in der Sonne glänzen. Diese Schneeaufhäufungen verschwinden natürlich selbstverständlich im Sommer dann, sobald es taut, aber schön ist eben auch besonders die Oberflächengestaltung hier der Wege und Rollwege, Straßen, Aprons, die eben besonders ja, nicht gleichmäßig mit Schnee bedeckt ist, sondern eben auch ein bisschen durchmischt mit ein paar anderen Geschichten, wie diese Pfützen hier, diese nassen Stellen, die auch wunderbar ein Spiegelbild abgeben. Schön dann hier die statischen Helikopter. Überall eben auch, was ich sagte, bereits die statischen Objekte. Hier haben wir wieder so eine feuchte Stelle. Ich wundere mich momentan so ein bisschen, die gehen im Sommer allerdings nicht weg. Der Schnee schon, aber eben diese kleinen Pfützen hier nicht. Bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt, ob die dann eben auch permanent zu sehen sind. Sollte eigentlich nicht sein, aber es handelt sich hier bei diesem Preview noch um eine Beta-Version, kann sich also noch bis zum Release einiges verändern. Ja, schön zu sehen nochmal hier einzelne Feinheiten. Es ist nicht übermäßig detailliert, das muss man dazu sagen. Das Gelände und die Gebäude strotzen nicht vor sinnlosen Details. Es ist eher sehr bewusst eingesetzt, auch so eingesetzt, dass vieles stärker konzentriert wird auf die Seite, die man als Pilot sieht. Natürlich gibt es auch auf den Rückseiten ein paar schöne Feinheiten, die das Auge schmeicheln oder dem Auge schmeicheln, aber nicht so übermäßig, währenddessen eben hier auf dem Apron doch ordentlich was zu sehen ist. Es spielt sich auch im Innenraum nicht allzu viel übermäßig Detailliertes ab. Es ist ein Innenraum vorhanden, der ist auch recht schön gemacht, aber nicht so, dass man sagt, ja, hier sehe ich sogar das Namensschild des einzelnen Flughafenbediensteten, was absolut eben nicht sein muss. Wir können auch in andere Gebäude hineingehen, wie in diesen Tower. Da ist allerdings so ein bisschen wahrscheinlich ein Loch im Dach. Hier ist alles eingeschneit in dieser Hütte. Vielleicht ist er ja inzwischen auch als Lost Place gekennzeichnet und damit natürlich aufgegeben. Ja, das Innenleben des Terminals, sagt es bereits, ist nicht übermäßig detailliert. Es ist vorhanden. Schön hier das typisch skandinavische Flair mit den großen Holzflächen. Ansonsten ein paar Ticket- oder Check-in-Automaten und Baggage-Drops. Ein Café gibt es, ein paar Tische, ein paar Schalter für Mietwagenstationen, ein Fahrplan für Bus und Taxi. Ansonsten hält sich also der Detailgrad hier wirklich in Grenzen. Finde das gut, dass man da eben auch drauf achtet und nicht hier wirklich die ganz große Keule auspackt. Ein bisschen kleine Fehler gibt es im Innenraum. Hier diese Textur, die ist nicht allzu gut erkennbar. Ich weiß, dass es ein Kiosk sein soll. Hier öffnet sich zum Beispiel so ein bisschen das Dach und die Räume oder die Bereiche sind nicht immer miteinander verbunden. Es gibt tatsächlich also hier auch
Gegenden oder Bereiche in diesem Terminal und in den anderen Terminals der anderen Flughäfen auch, die nicht miteinander verbunden sind. Das wirkt dann schon etwas seltsam, aber wir haben ja hier keinen 3D-Shooter, sondern einen Flugsimulator. Und da passt das meiner Meinung nach sehr. Ja, jetzt nochmal der Überflug hier zur Sommerszeit. Ihr seht, sattes Grün, auch der Apron schön durchmischt mit Abnutzungsgebrauchsspuren. Es ist also nicht eine konstante Fläche mit einer Farbgebung, sondern wirklich durchbrochen eben von Auflockerung, von Schmutzspuren, von Ölflecken, von Reifenabrieb, so wie sich das eben darstellen sollen auf so einem kleinen Flughafen. Hinten haben wir da noch ein paar Fahrzeuge stehen. Es macht recht viel Spaß, bei diesen Flughäfen mal so ein bisschen auf Entdeckungstour zu gehen. Das ist schon auch mal ganz hübsch, nicht nur reinzufliegen oder abzufliegen, sondern sich tatsächlich bei solchen kleineren Plätzen zumindest auch mal so ein bisschen abseits der Piste zu bewegen. Die Reifen, die Stromkästen hier angeschlossen. Weil man dann eben doch ein paar schöne Sachen erkennt, wie zum Beispiel jetzt hier dieses Fahrzeug, das für die Rollstuhlfahrer geeignet ist, die eben auch ein Flugzeug boarden müssen und nicht aus ihrem Rollstuhl aufstehen können. Finde ich sehr schön gemacht. Lohnt sich also bei diesen Flughäfen überhaupt, haben diese Plätze richtig, richtig viel Charme. Macht sehr viel Laune, die sich anzusehen, weil es eben so eine schöne Mischung ist aus den größeren Flughäfen und etwas kleineren Plätzen, die man durchaus auch mal mit seiner General Aviation Maschine anfliegen kann. Stichwort General Aviation, hier auch der Bereich der allgemeinen Luftfahrt, schön umgesetzt. Viele Flugsportclubs oder Flugclubs, weiß nicht, wie man das in Schweden nennt, Flugvereine auch wahrscheinlich, sind also überall zu finden mit den gängigen Beschriftungen und hier hinten natürlich auch nochmal örtliche Fluglinien, Ion Air in diesem Fall, die hier mit statischen Flugzeugen und einem kleinen Hangar vertreten sind. Alles wunderbar, schön die Grasflächen auch, also alles sehr ungleichmäßig, sodass sich also ein sehr realistisches Bild ergibt und nicht eine große monotone grüne oder grünbraune Fläche in diesem Fall. Die statischen Flugzeuge, ja, wie gesagt, sind vorhanden, könnten manchmal ein kleines bisschen besser texturiert sein, aber ich glaube, das ist eher Meckern auf hohem Niveau. Und nochmal der Hinweis, es ist noch eine Beta. Ja, in der Nacht ebenfalls ein recht schönes Bild, allerdings weiß ich nicht ganz genau, woher jetzt der Lichtspot hier unten rechts bei diesem Hangar kommen soll. Da ist keine Lampe in der Gegend, aber trotzdem schick sieht's aus, auch auf den weiteren Flächen eben kleinere Lichtspots, die passen dann wieder dezent beleuchtet, nicht alle zu großer Overkill, sondern das sieht alles wunderbar aus, realistisch, eben die Flutlichtmasten, die nur spezielle Bereiche bescheinen, aber in solchen Bereichen ist der Misfits ja ohnehin ein ganz großer Player und kann da richtig ordentlich abliefern, wenn es natürlich auch der Szenerie-Designer anstellt. Kurz rechts jetzt zu sehen nochmal die nasse Fläche, wo sich das dann doch schön spiegelt hier, das Terminal. Alles im Allen also wirklich auch ein wunderbares Bild. Selbst zur Abendstunde, beziehungsweise eben zur, es ist nicht Mitternachtssonne, aber die Zeit, in der der Norden in völlige Dunkelheit getaucht ist. Im Sommer ist das, glaube ich, nicht der Fall, aber im Winter ist durchaus da nicht viel Tageslicht angesagt. Schöne Atmosphäre jetzt auch hier in Kiruna. Das ist der nördlichste Platz in Schweden, von Schweden. Kleines Terminal, schöne Hangars. Natürlich auch hier wieder das Gesamtbild ist absolut stimmig und realistisch. Sieht einfach gut aus. Die kleinen Schneehäufchen da, der leicht verschneite, leicht gepuderzuckerte Apron, wenn man das so sehen möchte. Die Schneedächer, das ist alles sehr, sehr hübsch. Gefällt mir richtig gut. Fun Fact übrigens zu diesen drei Plätzen, kurz mal nebenbei. Die sind alle ferngesteuert, ferngesteuert, fernkontrolliert. Da gibt es also
keinen mehr, der im Tower sitzt und die Flugbewegungen am Platz direkt überwacht und kontrolliert und steuert, sondern das ist alles ferngesteuert und wird von einer Mannschaft entweder in Stockholm, Orlando oder in Sundsvall gelöst. Diese Kontrolltürme, die Kameratürme sind auch in der Szenerie umgesetzt. Ich denke, wir werden die dann später nochmal kurz entdecken. Wäre auch ein Unding, wenn gerade diese markanten Geschichten, die so ein bisschen aussehen wie eine Urne auf einer großen Stelze, wenn die nicht umgesetzt worden wären. Nochmal hier der Blick auf die Details, die Anschlüsse hier beim Parking-Stand-Schild. Schön eben das Ensemble hier vor dem Hangar, die Absperrungen. Ja, es macht wirklich Spaß rumzuschauen, das ist selten der Fall bei Flughäfen, aber gerade die kleineren Regionalflugplätze, da können sich Designer richtig austoben, ohne auch so allzu viel auf die Performance schauen zu müssen, denn die ist ja bei den kleineren Plätzen nicht immer das große Problem, sondern wahrscheinlich eher, wo hört man auf oder wann hört man auf, wann hat man alles eingebaut. Ja, der Kollege hier ist kurzärmlich unterwegs. Ich hoffe, er hat irgendwo eine dicke Jacke liegen, dass er nicht sich den Kältetod holt. Schöne Atmosphäre natürlich hier mit der etwas tiefer stehenden Sonne. So muss das aussehen. So stellt man sich so einen Flugplatz im Norden Schwedens vor, der auch nicht allzu stark frequentiert ist. Businessfliegerei, bisschen Urlaubsfliegerei, paar Angelfreunde, natürlich Wanderfreunde, ist klar. Die sind hier die Hauptnutzer oder die Hauptkunden der Fluglinien. Ansonsten größtenteils natürlich auch sind diese Flugplätze, die in diesem Swedish Triple Pack jetzt vorhanden sind, mehr als Inlandsflughäfen zu sehen. Auch wenn, ich glaube, Kiruna eine Verbindung nach Düsseldorf hat. Aber im Simulator ist uns ja da wirklich freie Hand gegeben. Hier ist dieser Kameraturm übrigens zu sehen, der also über dem ganzen Gelände wacht und die Kollegen sitzen dann wie vor einer Art Kinoleinwand in Sundsvall oder in Stockholm und überwachen die ganzen Flugbewegungen, geben ihre Anweisungen. Kurzer Blick nochmal in den Innenraum, auch hier wieder typisch das Holzinterieur, die großen Holzflächen am Boden und sehr viel Licht, sehr viel Raum, typisch skandinavisch. Da ist also immer sehr viel Wohlfühlatmosphäre angesagt. Nicht alles irgendwie verschachtelt, mechanisch, kalt, nüchtern, sondern irgendwie schon ein bisschen, naja, gemütlich. Kleines Café, kleine Speiseecke, Blick aufs Vorfeld. Ein paar Personen, natürlich auch 3D-Personen hier ab und zu mal eingebaut. Typisches Treiben, so ein bisschen nachgemacht, nachgebildet auf einem Regionalflugplatz. Schöne Geschichte. Und der letzte im Bunde ist Scandinavian Mountains. Ein Platz, der sehr, sehr neu ist. 2019 erst eröffnet. Im Westen von Schweden gelegen, allzu weit nicht entfernt von Stockholm. Da sind schöne kurze Flüge möglich mit ein paar kleineren Props. Da ist man noch nicht mal eine Stunde unterwegs, aber eben auch mit 737 oder Airbus, McDonnell Douglas ist da eine schöne Verbindung durchaus machbar. Und ja, ihr wisst Bescheid, ihr habt es bereits gesehen, die Details sind auch hier nicht weniger, sondern bewegen sich auf dem gleichen hohem Niveau. Da ist also absolut nichts am Anbrennen. Schöne Geschichten. Hier auch nochmal die nassen Flächen mit dem Hinweis erneut. Ich weiß nicht, ob das dann in der fertigen Version tatsächlich immer noch so ist, die ganze Zeit, oder ob das dann irgendwann wirklich wegtrocknet. Das weiß ich nicht. Dafür habe ich jetzt hier auch wahrscheinlich nicht lange genug gewartet. Kurzer Überblick nochmal über das Gelände. Ja, nicht sehr groß. 4 Parkpositionen nur. Mittelgroße Maschinen, ansonsten Privatfliegerei. Das ist alles. Und ihr seht auch, wenn es so ein bisschen ruckelt, aber das ist tatsächlich, glaube ich, die Art und Weise der Kameraführung, die ich hier nicht ganz flüssig beherrsche. Das
läuft im Simulator alles durchweg butterweich ab, gibt keine Performance-Probleme. Übrigens ist das letzte Video, das ich mit meiner antiquierten 2060 mache, 2060 Super, eine Grafikkarte, die mir sehr, sehr viele Jahre treue Dienste geleistet hat, aber jetzt ist es Zeit für eine neue Dame im Gehäuse und freue mich schon sehr, was ich dann aus dem Misfits rausholen kann, grafisch, leistungstechnisch und optisch vor allem auch. Und ja, mit einem kleinen Träne im Auge beschließen wir hier diese Runde. Wie gesagt, nicht ganz klar, wann es kommt, wie viel es kostet. Schätze aber, spätestens nächste Woche sollte es dann verfügbar sein und die Kosten sind ja bei Obix für Airports nicht allzu hoch. Man kriegt da ordentlich Leistungen für sein Geld, ohne wirklich allzu viel auf den Tisch legen zu müssen und hat dann ein paar schöne Sachen für die Regionalfliegerei oder eben auch für Airlinerfliegerei, je nachdem, oder General Aviation, was man so möchte. Ich denke, ihr werdet Spaß haben mit diesem Produkt, bin ich ziemlich sicher. Ja, das soll es gewesen sein. Kurze Vorschau hier nur ohne Flug. Ich denke, die Plätze sprechen für sich. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, unterstützt den Kanal. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt heiter, bleibt entspannt. Happy Landings!